Los, Geld her. Ich hab nichts. Wirklich. Das ist ein Opfer. Einer von vielen. Sie trauen sich nicht mehr in die Schule und erzählen nicht mehr ihren Eltern davon. Mobbing, eines der so ziemlich größten Probleme an vielen Schulen. Und es ist auch sehr schwer, es zu beseitigen quasi. Aber es gibt auch eine viel schlimmere Art von Mobbing und das ist Cybermobbing. Hier geht es nicht um kleine Gruppen, hier geht es um das Internet. Mobbing ist schlimm. Es ist das Schikanieren, Quälen und Verletzen einzelner Personen. Warum macht man eigentlich so etwas? Es gibt verschiedene Gründe. Die Kinder haben Probleme mit den Eltern. Der Stress oder die falsche Erziehung kann zu Mobbing führen. Der zweite Punkt kann sein, durch Gruppenzwang. Oft will man nicht als Loser dastehen. Man will sich der coolen Gruppe anschließen und wird so selber zum Täter. Rassismus. Viele Kinder verstehen nicht, warum manche anders sind als sie. Aus Rache. Die Täter wollen sich aus vergangenen Gründen rächen. Das schwarze Schaf. Die Täter suchen sich eine schwache Person, bei der sie ihren ganzen Frust rauslassen können. Macht. Die Täter befrieden sich an der höheren Machtposition. Cybermobbing ist aber eine ganz andere Geschichte. Hier liegen vor allem Rassismus und Belustigung im Vordergrund. Das Internet ist unendlich. Jeder Mensch kann hierauf zugreifen. Wenn etwas im Internet ist, dann kann man es nicht mehr löschen. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal ins Strafgesetzbuch gucken. Nach § 185, 186, 187, 238, 22, 201, 201a, 240 und 241, boah, das sind echt viele Zahlen, kann man tatsächlich für Mobbing bestraft werden. Es kann nämlich zu hohen Geldstrafen oder 5 Jahren in Haft führen. Wow. Bei Cybermobbing kann der Nutzer gemeldet werden und so von der Plattform wie zum Beispiel YouTube für immer gebannt werden. Aber was können Opfer gegen Mobbing tun? Das Wichtigste ist erstmal Hilfe holen. Alleine irgendwas unternehmen ist immer ganz schwierig und am besten nicht machen. Erstmal Hilfe holen bei Eltern, bei Lehrern und bei Helfern, die dafür zum Beispiel speziell ausgebildet wurden. Mobbing ist schlimm, keine Frage. Das Problem ist nur, dass die Täter oftmals nicht wissen, dass sie mobben. Es gibt verschiedene Gründe, warum Täter andere Leute mobben. Doch für alles gibt es seine Konsequenzen. Die Opfer können sich Hilfe bei Eltern, Lehrern und Helfern holen. Wenn jemand zum Beispiel bei euch in der Klasse irgendwie Hilfe braucht und von anderen Klassenkameraden gemobbt wird, dann macht nicht mit, sondern helft der Person. Denn dann seid ihr die wahren Retter. Bis zum nächsten Mal und ciao.